Okay. Chromoxidgrün feurig. Herbst 1912. Kunstschule an der Klosterstraße. Alle Stunde lief nebenan im Turm der Parochialkirche das Glockenspiel ab. Drinnen im Raum, wo wir arbeiteten, klang es, als hätte sich ein Bündel von goldenen Früchten am Oktoberhimmel gelöst und die Früchte seien auf riesige Schellentrommeln niedergefallen, die auf 7 Tönen eingestimmt wären. Neben mir saß einer von seinem Brett, der hieß Jens Mattesen. Von ihm habe ich viel gelernt. Die Kunstschule war eine Schule mit vorbildlichen Lehrern. Den Unterricht im Malen erteilte Maillard. Für die Störrischen und Selbstgerechten unter den Schülern war er kein leichter Mann. Er verhöhnte sie. Es gibt Leute, die für den Kitsch geboren scheinen. Sie sind ihm auf keine Weise zu entreißen. Andere trieb er voran wie ein Märzwind. Da ich ja im Malen nichts mitbrachte und also ganz unverbildet war, suchte ich seinen Weisungen mit Freudigkeit zu folgen. Maillard begann damit, dass er aus bunten Papierschnitzeln gegenstandslose Kompositionen kleben ließ, die in uns das Gefühl für Ausgewogenheit einer farbigen Fläche wecken und ausbilden sollen. Ich hörte zum ersten Mal vom Gewicht der verschiedenen Farben und von der Bedeutung des goldenen Schnittes. Das Literarische, das ich bis dahin im Bild gesucht hatte, verlor sich mir allmählich in diesem Farbengewoge. Als das Kleben mit Buntpapier endete, hetzte Maillard uns in die Farbe. Er zeigte, wie man ein Stillleben aufstellt oder vielmehr nicht aufstellt, sondern findet, und dann hieß es: Los und feste manchen. Die Farbe sollte in breiten Bahnen über das Blatt strömen. Wir haben dann an Noltes Blumen gesehen, wie man die Farben fließen lassen kann. Aber um so klar zu sein wie er, hätte es der Erfahrung bedurft. Wir waren ihm freilich nur an Kühnheit gleich. Was mich anlangt, so schaute ich zur Seite auf das Blatt meines Nachbarn und suchte so mutig zu sein wie er. Wir waren bei Maillard unversehens zu Expressionisten geworden. Er wollte, dass wir nicht die Erscheinung, sondern das Wesen des Gegenstandes auf der Fläche gestalteten. Um dies zu erreichen, waren jene Elemente, die das Wesentliche verschleierten, auszuschneiden oder so zu verändern, dass sie es stützen oder verstärkten. Ein Beispiel: Bei einer Azalee mit vielen rosa Blüten sollten wir die einzelne Blüte nur insoweit entwickeln, als der Charakter des gesamten Blumenstocks dadurch zu seinem Recht kam. Dagegen, jede Besonderheit der blühenden Azalee, so beispielsweise die, dass zwei aus der gleichen Zweigachse gekommene Blüten auf die reizendste Weise voneinander vorzustreben scheinen, war, immer in Rücksicht auf den Blumenstock als Ganzes, darzutun und zu unterstreichen. Im Zeichnen unterrichtete uns Jordan, ein Naturalist. Jordan forderte ebenso viel wie Homolka. Er beschäftigte sich unter dringendem Geflüster mit jedem Einzelnen. Den Unzuverlässigen zeichnete er 3 Kreuzchen auf die obere Hälfte ihres Blattes und gab ihnen auf, diese 3 Kreuzchen auf der unteren Hälfte in den gleichen Winkeln zueinander und in den gleichen Entfernungen voneinander zu wiederholen. Von Jordans kleiner und zaghaft scheinender Person ging eine beträchtliche Energie aus, die ihm aus der Selbstzucht kam. Er war noch Menzels Schüler gewesen. Sein Menzel, so wünschte er, sollte unser Vorbild sein. Nicht selten wurde bei uns ob seiner grauen Genauigkeit gemurrt. Und ich fürchte, dass er sich zu Zeiten über uns geärgert hat, wenn der Schaffensdrang über uns kam und wir uns statt an der Pappenheim-Pistole, die er uns mit allen ihren Nieten und Scharnieren zu studieren auftrug, an einer expressionistischen Reitergruppe versuchten. Wir waren zu jung, um zu begreifen, wie glücklich Maillards Freizügigkeit und Schwung und Jordans nüchterne Naturtreue sich für uns ergänzten. In das, was wir das Wesentliche nannten, waren wir ganz vernarrt. Der einzige Lehrer, der sich in dieser lebendigen Schule nicht recht einfügte, war der Direktor. Zu Direktoren bestimmt man offenbar Leute, die in erster Linie über Entschiedenheit des Auftretens und Redegabe verfügten. In den späteren Semestern wurden wir durch diesen Direktor auf die Zeichenlehrerprüfung vorbereitet.
Er holte aus dem Damenkurs eine dort entstandene, recht schmissige Porträtzeichnung herüber, hängte sie auf, hielt uns einen Vortrag und schloss mit den Worten: Zeichnen Sie wie die Damen, aber zeichnen Sie nicht wie die Damen. Er meinte das wohl so: Wir Männer sollten vorsorglich wegen der einmal zu erwarteten Prüfungskommission mehr auf äußere Wirkung hinzielen. Hierin also wir, die Damen. Aber wir sollten um Himmels Willen an unserer mehr in die Tiefe bohrenden Ausdeutung eines Gedichtes festhalten, hierin also nicht wie die Damen arbeiten. Vorgemacht hat er uns das Grundstück nicht. Aus welchem Teil des Landes mochte er stammen? Er sagte erstaunlicherweise immer die Damen. Bei feierlichen Anlässen trug dieser zügige Impressionist einen Orden am Frack. Irgendetwas Hohes vierter Klasse. Wir wussten zu wenig vom Leben und spotteten über diese Art Schmuck. Nun, es war immerhin ein Kreuz für Kunst. Wenn wir gewusst hätten, für was für Dinge wir in naher Zukunft Auszeichnungen erhalten würden. Da saß nun also dieser Jens Matthesen neben mir. Wie konnte er sich an einer Farbe ergötzen? Hatte er sich eine neue Tube Chromoxidgrün feurig oder heller Zinnober oder Nepalgelb in der Kanzlei gekauft? So beobachtete ich, wie er den Deckel abschraubte und etwas das Grün hervordrückte und lange und liebevoll betrachtete, es sodann auf eine Fläche seines Stilllebens legte oder besser klebte und mit dem Pinsel und ein wenig Wasser darauf verteilte. Auf diese Weise erzielte er Blätter von starker Leuchtkraft, die an Glasfenstern erinnerten. Und wenn Mylar dann kam, so stand er lange davor und sagte kein Wort oder doch nur: Machen Sie mal so weiter. Aber so viel Farbe war teuer. Und was ich im freudigen Spiel an einem Vormittag verbrauchte, ging ins Geld. Bisweilen konnte es geschehen, dass Matthesen plötzlich aufsprang und verschwunden war. Ich wusste dann, dass er und seine Mittel wieder aufzufrischen, sich mit dem letzten Groschen in einem versteckten Winkel des Gebäudes begeben hatte, wo Roulette gespielt wurde. Kam er zurück, so hatte er nicht immer gewonnen. Trotzig, wie er war, verschwieg er es und überließ es anderen, es zu erraten. Wo wir zwei beieinander saßen, war wenig Gespräch. Als zu Anfang einmal einer der Kitsch-Brüder sich hinter Matthesen stellte und über das, was er sah, eine Lippe riskierte, wurde jener zu seiner Überraschung über den Boden gerollt. Leute jener Art verschwanden übrigens bald wieder aus der Kunstschule. Entweder kraulte Maya sie fort, oder sie mochten sich sagen, dass sie als anerkannte Künstler, manche von ihnen hatten bereits im Daheim oder anderswo wie bei Mittagsschlaf erzeugte Radierungen veröffentlicht, in dieser Schule der Turbulenz nichts lernen könnten. Vielleicht waren sie nur gekommen, um das staatliche Diplom als Zeichenlehrer zu erlangen und hatten geglaubt, dies nebenher und spielend zu erreichen. Hatten sie den Staat falsch eingeschätzt? Zweifellos, es ist diesem lange entgangen, was sich in seiner königlichen Kunstschule begab. Wo in der Welt war die Flamme entfacht worden, die zu uns hereinschlug und unsere jugendlichen Gedanken hob, beschwingte und beglückte? Ich selber habe diesen Aufbruch erst langsam begriffen. Und wenn Diebold mir eilig, wie er immer war, auf einem der Korridore begegnete, so klopfte er mir wohl auf die Schulter, als wollte er sagen: Nur immer los, Freundchen. Zum Staunen ist hier alle Zeit Gelegenheit. Gegen Weihnachten, oh weh, als die Schülerschaft einen Wettbewerb für eine Weihnachtspostkarte ausschrieb, sehe ich mich in meinem Zimmer vor dem hohen Wandspiegel stehen und nach mir selbst eine Aktfigur mit erhobenen Armen schön und sauber in Tusche zeichnen. Als Jens Matthesen, der ein ornamentales Blatt eingereicht hatte, meine Zeichnung vor Augen kam, sagte er: Fidus. Und ich begriff, dass mein Entwurf heillos verlogen war und schämte mich. Matthesens Spottwort hat mich einen tüchtigen Ruck tun lassen, denn hiernach war ich nicht mehr der Blödling von früher. Dieser Jens wird sich vielleicht gedacht haben, für den Krog wird es verdammt Zeit. So nahm er mich eines Tages zu Casiré mit und als wir die Ausstellungsräume betraten, sagte er zu mir: Jeder geht für sich. Hiernach soll jeder dem anderen das Bild zeigen, das ihm am besten gefallen hat. Gut, jeder ging für sich.
Und als wir uns nach einer Stunde begegneten und mit einem Augenzwinkern bekundeten, dass jeder das ermittelt hatte, was ihm als das schönste Bild galt, sagte mein Kamerad: Los, zeig es mir. Ich schritt auf eine Saalecke zu. Hier brennt es tatsächlich lichterloh, sagte er erfreut. Ich deutete auf eine Landschaft, morgendliche Straße mit über den Dächern erschienender Sonne und einem herankommenden leichten Fuhrwerk. Der es gemalt hatte, hieß Bondi. Er wird dich ein wenig an Eichendorff erinnert haben, vermutete er. Es mochte so sein. Die Morgenstille war so frei und echt, das Pferd und sein Fuhrwerk durchtönten sie, sonst war Stille. Ich habe dir ja verraten, dass es in dieser Ecke brennt, sagte Mathiesen. Bloß, es ist nicht dein Bondi. Schau dorthin. Er deutete auf ein Bild, das daneben hing. Es war die Marie von Auvers zum 14. Juillet, mit Fahnen geschmückt und mit Lampionen umhängt, von Vincent van Gogh. Jens stammte aus einem dithmarschen Bauernhaus. Woher kam ihm dieses Wissen? Vielleicht gerade von dort. Nun, fragte er, als ich das Bild eine Weile angeschaut hatte, noch sei es mir fast fremd, gestand ich. Sein Gesicht verriet, dass er sich ärgerte. Er hob die Schultern, stand da und schwieg. So sag doch was, bat ich. Was kann man schon über Farben sagen? Die haben ja ihren eigenen Mund. Du wirst den Maler eines Tages begreifen müssen, wenn was mit dir los ist. Ich will es, sagte ich. Das dauert bei mir nur kurze Zeit. Du begreifst es in dieser Minute, erwiderte er und lächelte mich in verwegener Freundschaft an. Und da, ganz plötzlich, begann es sich zu erschließen. Ich weiß es wie heute. Die feurige Farbenskala bemächtigte sich meiner Augen. Vincent sah mich an mit seinem dringenden Schweigen. Noch war es ein Vorhauch des Verstehens. Aber dieser Hauch verkündete mit den allerleisesten wachsenden Schauern, die Freude ist in der Welt. Oh, eine so bitterliche Freude ist in der Welt. Jasmin. Durch die Begegnung mit Van Gogh, im Innersten aufgerührt durch das freie Leben und Arbeiten, durch Freundschaft und Kameradschaft zu allem Lebendigen und Guten ermutigt, war ich damals aufgeschlossen für etwas, das ich noch nicht erfahren hatte, für den Liebesblick einer Frau. Solch ein Blick, der Blitz heißen müsste, erlebte ich in dieser Zeit. Es kam so. Unsere Arbeitspausen verbrachten wir in der Kantine oder auf dem Hof. Hier gab es weder Kastanienbäume noch Rasenflächen, wie in der Prinz-Albrecht-Straße, sondern vier hohe Feuermauern und ein Katzenkopflaster, ganz wie Gefangene auf ihrem Rundgang. Ich hatte es auf einer Zeichnung von Goos gesehen. Schritten junge Mädchen und Jünglinge im Kreis und eine übereinstimmende Kleidung trugen sie auch, nämlich ihre Helmmalkittel, die je nach dem Temperament des Trägers entweder in allen Farben des Regenbogens beschmiert oder blütenweiß gehalten waren. Was diesen Wanderungen Kreis von einem trostlosen Gefangenen droht, völlig unter. Schied war die Fröhlichkeit, die hier herrschte, mit all dem munteren Gespräch, Gekicher und Gelach. Dort begegnete ich wieder und wieder dem Blick einer Frau. Bei jedem Umgang, bei jedem Begegnen sahen wir uns an und alsbald war ich entzündet und wartete darauf, dass sie wieder an mir vorüberkam, um den Liebesblick zu erneuern. Auch vernahm ich ihre Stimme, ein paar Worte oder ihr Lachen. Ein Klang wie dunkles Gold drang her und ihre Gestalt, es ist Juno, dachte ich. Der weiße Kühe geopfert werden. Ihre unvergleichliche Art zu gehen hatte mich darauf gebracht. Ihre Gestalt also pries sich mir an und nichts Geringeres als ihr forschender, starker Blick. Dieser täglich gespendete Blick hob und trug mich. Ich ging oft allein zu Kassier und schaute mir den Meister an, was die Freundschaft zu Mathiesen in mir ausgelöst und begonnen hatte, veränderte die Begegnung mit jener Frau. Ich brachte heraus, wie sie hieß, Julia Weber.
Jetzt hatte das Schicksal sein Wort gesprochen. Vielleicht geschah es bald, dass ich sie kennenlernte. Vielleicht lag es noch in ferner Zeit. Vorerst wagte ich nur, sie anzusehen und zu hoffen. Wochen gingen hin. Eines Tages schrieb ich ein Gedicht an sie. Als ich es geschrieben hatte, ergriff mich Niedergeschlagenheit. Mir war so halb kalt geworden, dass ich diese Julia nie erlangen werde. Scheu vor dem Glück hatte ich auch. So ganz im Unglauben, wie ich in Bezug auf mich und auf meine Verse war, konnte ich mich nicht entschließen, ihr das Gedicht zu zeigen. Dies Liebesgedicht, wie es mir aus einem zweifellos echten Gefühl zugefallen war, stammte wiederum nicht von mir, sondern von einem anderen Liebenden, nämlich von Dao Zendei. Wie kläglich! Wären es Verse von Albert Krug gewesen, so würde ich ihnen zugetraut haben, dass sie mir diese Julia gewann. Aber eines Tages steckte ich sie dennoch mit meinem Namen gezeichnet in einen Umschlag und gab den Brief an Julia Weber adressiert in die Kanzlei ab. Am nächsten Morgen konnte ich feststellen, dass der Brief abgeholt war. Eine Antwort kam nicht. Dass Julia die Verse gelesen hatte, war zu merken, denn von da ab bekam ich keinen Blick mehr von ihr oder höchstens eine verstohlenen oder wer konnte es deuten, einen traurigen. Bestimmt war es kein spöttischer, insofern hatte ich mich nicht in ihr getäuscht. Dieser Ausgang machte mir viel Kummer. Julia kam auch nicht mehr in den Raum, wo ich arbeitete. Vorher hatte sie es nämlich mehrmals getan und war vor meinem Blatt länger stehen geblieben als vor denen der anderen, so dass ich merkte, sie kamen meinetwegen. Aber die Aquarelle, die ich damals malte, waren wohl ebenfalls nicht geeignet gewesen, sie von mir zu überzeugen. Dass sie um mich Liebeszugewinn, meine Arbeit, Vers oder Bild, schätzen müsse, war mir selbstverständlich. Aber ich brachte sie nicht aus mir fort, die böse zerrende Liebe. Eines Tages beschloss ich, Julia nach Ende des Unterrichts draußen auf der Klosterstraße zu erwarten und anzusprechen. Aber als sie im Schwarm der forteilenden Schüler und Schülerinnen erschien, schritt sie auf Boilio zu, einen Schüler des Oberkurses. Und sie legte den Arm vertraulich in den seinen und ging mit ihm fort. Jetzt begriff ich, wie ich mich gebettet hatte. Was nun? Auf den Gedanken, um Julia zu kämpfen, kam ich nicht. Denn wie hätte ich Boilio besiegen können? Meine erste Liebe würde zum Sterben kommen können. Unserem Lerneifer genügte die Arbeit von 8 Uhr früh bis 6 Uhr nachmittags nicht. Und so nahmen manche noch Gelegenheit von 8 bis 10 einen Abendkurs im Aktzeichnen zu besuchen, den ein Maler zu Kreuz in der Lützowstraße gab. Die zu Kreuz war ein kleiner, buckeliger Mann, der übel gelaunt zwischen den Staffeleien hinschlich. Hoffentlich war er nur zu einem alten General, der Abend für Abend einen Frauenakt in Daumengröße vollbrachte. Mir fiel auf, dass zu Kreuz, der bei jedem wenigstens ein paar Worte knurrte, mir keine Korrektur gab, auf die wir übrigens gern verzichten zu können glaubten. Den Grund, warum er meine Nähe mied, verirrte mir ein junges Weibwesen, das wegen seines ägyptischen Wuchses seine zweifelhaftes Glück als Modell gemacht hatte. Sie trug den Vornamen eines berühmten Models, Nana. Diese Nana erzählte mir eines Abends im Café, wohin ich sie eingeladen hatte, zu Kreuz werde auf keinen Fall bei mir korrigieren, und zwar wegen meiner Augen. Ich fragte verwundert, was mit meinen Augen sei. Sie erwiderte, zu Kreuz habe gesagt, bei den Augen des Krugs sei es genau dasselbe wie beim Pistolenschießen. Man ging seitwärts ab. Ob sie das auch fände, fragte ich. Augen sind eben Augen, meinte sie.
Es war aber nichts als Astigmatismus. Mit dem Mädchen war ich kurze Zeit näher bekannt. Es ist nicht interessant und ich werde es nicht aufstechen. Der Nana habe ich so viel, ich weiß, damit nichts Schlechtes getan, höchstens mir. Die blauen Häuser. Das ernüchternde Erlebnis mit der Ägypterin hatte für mich ein gutes im Gefolge. Ich vergaß darüber Julia für lange Zeit. An einem Märztag machte Matthiesen und ich eine Wanderung durch die Wälder der Müggelberge. Im Birken begann der Saft zu steigen. Jens stellte es durch einen Messerschnitt fest. Wir kamen zu einem Turm, von seiner Höhe aus schweifte der Blick über ein Meer. Von zartbraunen Wipfeln bis zum Horizont, wo sich die Kuppeln und Schornsteine von Berlin erhoben. Aber wir sahen nur die knospenden Waldwipfel. Und alsbald begannen wir unser Geständnisgespräch. Wie müsste man dies nun malen? Matthiesen sagte, ich weiß nur, dass man es nicht mehr so malen kann wie ehedem. Aber wenn ich es an dieser Stelle anders versuchen wollte, unmöglich. Mit meinem starken Farbensack selbst. Wir streiften über Tal und Hügel. Einmal blieb er stehen und murmelte, ich glaube, der Horizont brennt ab oder er ist schon durchstoßen. Was macht er mein? Ich werde dir bei Nietzsche zeigen, was kommen wird, fuhr er fort. Kurz vor seinem Tod hatte er prophezeit, aber vielleicht war er damals schon verrückt. Er hat gesagt, dass jetzt etwas zu entstehen beginnt, nämlich Europa. Ich dachte an meinen Großvater, der ohne Nietzsche zu kennen, sich Ähnliches erträumt hatte. Und dann sagte ich mir, sei es doch auch den modernen Bildern anzusehen. Matthiesen hatte den gleichen Gedanken und meinte, überall in Europa ist sie gleichzeitig erschienen. Die neue Ausdruckskunst, das ist merkwürdig. Und unser Direktor und unser dekorierter Direktor ist dagegen. Merkst du was? Ich fing an, von meinem Großvater zu erzählen. Er unterbrach mich und rief, ist das nicht verdammt merkwürdig, du? Van Gogh und Tizian, die haben doch wohl auch schon nicht mehr nur ihre Nation im Kopf gehabt. Wie? Sondern was? Die Menschen auf der Erde. Ha, was werden wir erleben, du und ich? Franzosen, Engländer, Holländer, Nordländer und so weiter. Und wir dazu. Alles ein Volk. Denk dir das aus. Was ist mit deinem Großvater? Ich erzählte weiter und sagte ihm, dass es bereits mit mir daheim ganz anders sei als hier in Berlin. Und offenbar noch überall im Reich. Wir wohnten auf Meeresboden und in keinem Vaterland. Der blaugraue Ton auf dem Großvaters Haus stand, war ja überall in den Meeren und die Meere verbanden die Menschen aller Küsten und miteinander. Pass aber auf, guck, bei mir daheim haben sie alle in Potsdam bei der Garde gedient. Zudem sind wir Bauern und also meint man bei uns, wenn man von etwas Großem redet, Deutschland. Da wird die Sache erheblich schwieriger. Ich fragte mich, was ich wohl dabei empfand, wenn ich an das Vaterland dachte. Ich fühlte nichts Teures, wohl aber etwas Natürliches, das mit unserer Sprache zusammenhing. Nun, niemand erwartete von mir, dass ich besonders dabei empfand und darüber sprach. Überall auf der Welt, so schien es mir, sei Menschland bei Dunkelwerden, tauchte ein aus Fluss des Müggelsees zwischen Bäumen auf. Der Frühlingsabend raunte im Wald und ein Fährhaus zeigte sich. Jens schlug an eine Glocke, worauf das Boot kam und uns herüberholte. Die kleine Stadt, der wir durch die tiefe Bläue entgegenglitten, hieß Friedrichshagen. Ein paar Tage später hatte ich in Friedrichshagen das gefunden, was ich brauchte. Ein Haus mit Efeu bewachsen. Warum mit Efeu bewachsen? Vielleicht sollte es mich an unsere Werkstatt daheim erinnern, die ganz herrlich von Efeu überwuchert war. Oder gar an den Harlekin. Falter der Dämmerung.
der darin mit Flattern und Schwirren sein Wesen trieb und an dem ich sehr hing. Das Haus, das ich entdeckt hatte, gefiel mir genauso wie unsere Werkstatt. Ich mietete darin zwei Zimmer und überredete Matthiesen mit mir, dort Wohnung zu nehmen. Fertig. Zu Anfang April zogen wir ein. Das Efeuhaus lag an einer stillen Allee, die mit Linden bepflanzt war. Kam man in den Friedrichshagen mit dem Zuge an, so ging man die Hauptstraße hinunter, in deren Tiefe die Frühlingssonne einen spitzigen Turm überstrahlte. Und sobald man rechts abbog, war die Allee erreicht. Mein Zimmer lag nach vorne, das seine zu den Gärten hinaus, wo alsbald die Obstbäume zu blühen begannen. Von meinem Fenster aus war es so schön zu beobachten, wie im April die Lindenzweige ihre jungen Blätter bekamen und sie vor sich hinhielten, wie Wind und Sonne mit all dem flimmernden Grün ihr Spiel trieben, wie Tag aus, Tag ein sich neue Blattreihen ausfalteten und wie sie nach und nach jene blauen Häuser, die an der gegenüberliegenden Straßenseite standen, meinen Blick fortnahmen. Dass dort blaue Häuser gewesen sind, glaube ich noch bestimmt zu wissen. Es kann freilich auch anders sein. Wir bildeten uns ja die Welt, wie wir sie sehen wollten. Und blaue Häuser zwischen 100 verschiedenen grünen Farbtönen haben wir uns damals möglicherweise sehr gewünscht. April und Mai. Noch drei Kameraden aus dem Kursus waren uns nach Friedrichshagen gefolgt. In 3/4 Stunden fuhr man von dort in die Kunstschule. Wir waren lauter junges Volk, das noch mit dem Militär gewesen war. Jene kaum älteren Kunstschüler, die bereits das Patent eines Reserveoffiziers besaßen, hielten sich nicht zu uns oder wir uns nicht zu ihnen. Komisch, ganz als wäre es konsequent, malten die Bilder wie aus der alten Kiste und wie für die Ausschmückung ihrer künftigen bürgerlichen Wohnungen. Wir fanden es abgeschmackt, was sie hervorbrachten. Auch Melward fand es. Er zuckte mit den Schultern und korrigierte bei jenen Leuten mit deutlichem Unwillen. Matthiesen, den Melward einmal zu sich ins Atelier eingeladen hatte, berichtete uns, wenn er selbst malt, Melward, so schleppt er sich noch mit diversen alten Schalen herum. Vielleicht wird er sie aber bald los. Uns zeigt er ja alles so deutlich, als hätten Vincent und Cisson es ihm selber auseinandergesetzt. Er hatte recht. Zweifellos aber war zu vermuten, dass der Direktor, weil ihm im nächsten Jahr ihm und uns die Prüfung durch den Ministerialrat drohte, die expressionistische Gefahr im Auge behielt und sie rechtzeitig durch drakonische Maßnahmen von sich abwenden würde. Als wir darüber sprachen, war es ein Maiabend und wir Kameraden lagen an einem Waldrand im Gras und rauchten. Ich hatte in Pisum von den Fischern das Pfeife rauchen gelernt. Die anderen rauchten Zigaretten. Einer drückte die Zigarette aus und unterhielt uns mit den an- und abschwellenden Klängen einer Mundharmonika. Als er endete, kam das Gespräch auf einen nordischen Maler, Edvard Munch. Jemand sagte, und seine Farben, sowas regt mich auf. Gewiss findet er sie, weil es ihn quält, dass er mit den Weibern nicht zurechtkommt. Alles, was er malt, ist wie entzündet. Du musst dich eben auch entzünden lassen, Mann, rief ein anderer. Damit du etwas zustande bringst, meine ich. Recht hat er, sagte Jens. Ich würde mich, wenn irgend möglich, nicht von denen entzünden lassen, erklärte ich. Denn das hätte ich mir vorgenommen. Brav, aber schaff, sagte jemand und es wurde gelacht. Sie lachten, aber ich glaube, dass auch sie danach strebten, das schier Unmögliche zu finden, nämlich ein Mädchen, mit dem man eines Sinnes war. Nix mehr von Weibern, Musik, wurde gerufen. Und dann war es so wunderschön, wie die Maikäfer dem Harmonikaspieler das krause Haar umschwebten, wie das Instrument den verglühenden Westhimmel spiegelte und wie der Duft der Kiefern auf der Lichtung lag und schon Tau zu fallen begann. Wir waren jung und in vielen völlig ratlos. Was wir bisweilen ernst nahmen, war belustigend genug. Strohhüte, die man trug, mussten sehr breitrandig sein. Und wie stand es mit den Krawatten? Unsere Kleidung war normal und unser Haarschnitt nüchtern. Nun aber die Krawatten?
Matthiesen rannte einmal einen ganzen Nachmittag in Berlin herum, um einen Querbinder aufzutreiben, der nicht breiter sein durfte als ein Schuhband. Er fand sogar einen. Bald darauf, als ihm unterwegs der Schnürsenkel gerissen war, ersetzte er ihn durch den Querbinder und bemerkte, man sollte aus sich selbst ein Stilleben machen. Stilleben auf Stilleben wurde in der Kunstschule gemalt. An den Sonntagen entstanden in Friedrichshagen bisweilen gegenstandlose Arbeiten. Freilich nicht als Bilder bewertet, sondern als Kompositionsaufgaben. Oder einer saß dem anderen für ein Porträt und ein dritter briet in der Sonne am Bahndamm und malte eine flimmernde Schienenlandschaft. Das eine Unzahl von Aquarellen zerrissen und so manche Ölstudien wieder zerstört werden mussten, lag daran, dass wir so verzweifelt jung waren. Ende Mai merkte ich zu meinen Schrecken, dass Jens Matthiesen sich in Friedrichshagen nicht mehr wohlfühlte. Oft ließ er mich nach dem Unterricht alleine heimfahren und blieb in Berlin. Anderen Tagen sagte er dann zu mir, jetzt habe ich wieder den Raptus. Er meinte die Frauen. Ich schlug ihm vor, wir könnten doch Mädchen von der Kunstschule einladen und mit ihnen Wanderung machen. Er lachte los und erwiderte etwas Zynisches. Mein Gesicht mochte er angesehen haben, dass ich bekümmert war. Denn später erklärte er sich zu Spaziergängen mit Kunstschülerinnen bereit. Es waren unter den Mitschülerinnen reizende und feurige Fräulein. Eine aus Braunschweig, mit der ich mich zuweilen unterhalten hatte, schien mir eine hellenische Schönheit zu sein. Stendhal hatte diesen Frauentyp, als er seinerzeit in Braunschweig stationiert war, dort gefunden. In der Kostümkunde war dies Fräulein dazu ausersehen, die antiken Gewänder vorzuführen. Auf den Kunstschuhfesten trug die Fontage einer Königin. Sie war herrlich anzusehen und glitzerte vor Selbstbewusstsein. Mir nahm sie übel, dass ich die melancholischen Versen von Verlaine liebte. Begegnete ich ihr, so ließ sie ihre flügige Hand durch die Luft sausen, was bedeuten sollte, mehr Pfeffer, mein Herr. Ich hatte diese Schönheit Jens zugedacht. Zugedacht? Nennen wir es einmal so. Ich selber würde mich deren Freundin, einer Berlinerin, widmen. Er ging mir ja nur darum, den Freund bei mir in Friedrichshagen zu halten. Die Schülerinnen der Kunstschule stammten aus guten Familien und wohnten, soweit sie nicht in Berlin zu Hause waren, in Pensionen, zu zweit oder zu dritt. An ein Liebesverhältnis mit einer von ihnen war kaum zu denken. Was die Malerei anlangt, so konnten uns diese Fräulein nicht voranbringen. Da mussten wir schon selber sehen. Dagegen zeigten sie sich den Forderungen des Direktors gegenüber weit eifriger und gelehriger als wir. An Kunstgeschichte und Methodik studierten sich diese Mädchen bleich und matt. Beim Projektionszeichnen fielen sie gelegentlich der Verzweiflung anheim. Die Griechin aus Braunschweig und die kleine Berlinerin erklärten sich bereit, mit uns zu wandern. Wir durchstreiften mit ihnen die Umgebung von Berlin, waren in Marlow, in Potsdam und Ferch, unterhielten uns fröhlich miteinander und vertrugen uns auf das Beste. Ich merkte aber bald, dass meine Berechnungen falsch waren. Diese höheren Töchter ödeten Jens an und später im Sommer lang, bevor die Semesterferien begannen und uns in die Heimatorte verstreuten würden, packte er seinen Koffer und kehrte nach Berlin zu den Frauen zurück. Damals hörte etwas auf. Vielleicht war es ein Etwas, das bei ihm gar nicht begonnen hatte. Mir aber war durch ihn so viel geschenkt worden, dass ich davon kein Ende weiß. Eines Sonntags war er fort. Ich stand am Fenster meines Zimmers und starrte auf das Laub der Bäume, darin die blauen Häuser, die vielleicht nur geträumten, verschwunden waren. Und ich trat dann ins Nebenzimmer, das er bewohnt hatte, und sah draußen hinter den Baumgärten die freiwilligen Sanitäter der Stadt auf einer unüberbietbare, stumpfsinnige Weise exerzieren. Schließlich raffte ich mich zum Fortgehen auf und verbrachte den Nachmittag in einem Tanzsaal am anderen Ende Berlins, in Hallensee, wo die roten Potsdamer Husaren mit weiß gekleideten Dienstmädchen tanzten und saß Abend, bis der letzte Zug fuhr, in einer Wirtschaft an der Friedrichstraße traurig beim Wein. Noch fällt mir unsere letzte Wanderung mit dem Mädchen ein.
Wir waren in ein Dorf gekommen, wo sie sich Äpfel kauften und uns davon anboten. Man soll viel Äpfel essen, denn Äpfel machen klug, erklärte die Griechin aus Braunschweig. Eva wurde schon durch einen einzigen Apfel klug, gab Jens zu Wort. Aber die Mädchen nahmen insofern Notiz von seiner Bemerkung, als sie sich abtrennten und eine ganze Weile alleine gingen. Wir sahen sie Arm in Arm hinter dem Feuermond eines Ackers hinschlendern und hörten ihren schönen zweistimmigen Gesang. Gegen Abend, nach langer Wanderung, kamen wir nach Tegel und lehnten nebeneinander an einer Brückengeländer. Im blauen und feuchten Licht der Dämmerung ankehrten unten vor der Brücke einige Segeljachten. Ein Wind hatte sich erhoben und so schwankten sie im leichten Wellengang und neigten ihre Masten hin und her. Einer der Yachten, es war mehr zu vermuten als zu erkennen, trug den Namen Maria. Und ich weiß noch, ich war so müde und so albern, was bei mir meistens zusammenfällt, dass ich den Namen Maria einige Male und vielleicht sogar zärtlich vor mich hingesprochen habe. Darauf starrte mich die kleine Berlinerin, die neben mir lehnte, forschend von der Seite an. So, als sei sie erschrocken oder als erwartet sie Weiteres. Ich war dann genauso erschrocken wie sie. Vielleicht hat sie meiner Versicherung, dass ich ihren Vornamen bis dahin nicht gewusst hatte, nicht geglaubt. Wir waren oft so müde und die Mädchen waren auf die Dauer auch so reizend langweilig gewesen. Das war eben Einreise. Du bist in ein falsches Kapitel gerutscht. Ehrlich? Das war eben zu Ende, das Kapitel. Ach so. Als sie gesagt hat, wir waren oft so müde. Ja. Und die Mädchen waren auf Dauer auch so reißend langweilig. Ach so.